somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Padula, gibst du Lizzie mit dem Mittagessen? Der Wagen hätte schon vor einer Viertelstunde unten sein sollen. Nein, nein, alles gut. Ich schaff das schon. Dann gibst du Frau Stahnke ihre Thrombosespritze, ja? Schon unterwegs. Schwester Betty, die Urologie hat falsch disponiert. Ich brauche ein Bett. Ja, und ich brauche eine Segeljacht. Vielleicht können wir ja tauschen. Hätte ja sein können. Dann muss ich ihm doch ins Bettenlager. Sagen Sie, Herr Biederstedt kommt heute? Aber nur zur Kontrolle. Mensch, hoffentlich geht alles gut. Nein, Herr Rietz, wir haben heute leider nur grüne Götterspeise. Es ist doch vollkommen egal, welche Farbe Götterspeise hat. Grüne Götterspeise finde ich super, gerade die grüne. Ja? Ja. Sind Sie heute bei der Visite dabei? Nein, nein, ich suche einen Patienten, Manfred Monheimer. Der liegt da. Was für ein Zufall. Ist alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Sag mal, Betty. Betty? Betty? Ja? Ach, hier bist du. Ich such dich schon überall. Was machst du hier? Ich wollte was aus meinem Spind holen. Wo bin ich dein Spind? Nee, das ist mein Spind da. Sag mal, versteckst du dich? Was? Wieso denn? Vor wem? Lass mich mal überlegen. Dr. Behring vielleicht? Ich verliere so langsam ein bisschen den Überblick, ob ihr euch hinterher rennt oder doch aus dem Weg geht. Behring ist mir völlig schnuppe. Wie du meinst. Ist eigentlich irgendwas mit Monheimer? Professor Wehmann hat nach ihm gefragt. Nicht, dass ich wüsste. Ja, dann hopp, hopp zurück an die Arbeit, Frau Dewald. Frau Stanek ist versorgt. Was soll ich denn als nächstes machen? Dann kannst du die Blutabnahme bei Herrn Golwitz übernehmen. Aber sei vorsichtig, der hat sich bei Spritzen. Du, der wird überhaupt nichts merken, versprochen. Herr Biederstedt, hallo. Hallo, Schwester Betty. Na, hab Sie schon erwartet. Wie geht's denn? Solange ich nicht wieder irgendwelche Organe hier lassen muss. 30 cm Darm gegen die ganzen Metastasen, das war doch ein guter Tausch. Stimmt, und die Nebenwirkungen, die gab's sogar gratis mit dazu. Heute machen wir ja nur Kontrolle. Und ich wette, die Werte sind spitze. Oh, bitte nicht spitze. Als Sie das letzte Mal gesagt haben, die Werte sind spitze, hatte ich am nächsten Tag Wasser in der Lunge. Gehen wir erstmal rein hier. Können Sie in unser 5-Sterne-Suite einchecken? Und dann komme ich zum Blutabnehmen. Was heißt das? Ich dachte, wir gehen erstmal in mein Zimmer. Wir gehen erstmal Blut abnehmen. Ist der Bettenbedarf auf der Urologie noch aktuell? Dann könnte ich vielleicht... Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ja, das mit der Urologie hat sich geklärt, danke. Irgendwas ist anders. Sagen Sie nichts, ich hab's gleich. Sie lächeln, Frau Pool. Mein Mann hat mich gerade angerufen. Okay. Er ist auf Geschäftsreise und kommt morgen zurück und er hat gefragt, ob wir nicht zusammen essen gehen wollen. Das ist ja schön.
Wir haben das in den letzten Jahren, also ist ja immer viel unterwegs und wir haben das schon sehr lange nicht mehr gemacht. Ja. Ist doch toll. Freut mich für Sie und Ihren Mann. Danke. Und danke wegen der Urologie. Super. Zweimal danke und ein super. Das klappt mir kein Mensch. Ist das das Blut von Herrn Gollwitz? Ja. Ich weiß gar nicht, was er hat. Bei mir hat er sich überhaupt nicht angestellt. Ja, deswegen schickt Betty dich ja auch immer zu ihm. Und irgendwann bekommst du noch die goldene Spritze verliehen mit Eichenlaub und goldenen Skalpellen. Mama? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Was? Ist es schlimm? Ja, ja, natürlich. Wann denn? Okay, bis gleich. Schlechte Nachrichten? Mein Vater muss ins Krankenhaus, Verdacht auf Blinddarmentzündung. Er kommt hierher, zu uns, in die Karlsklinik. Mach dir mal keine Sorgen. Blinddarm ist reine Routine, das weißt du doch. Ja, schon. Und dass dein Vater hier in den besten Händen ist, das weißt du auch. Ja. Okay, die Ärzte sind so lala, aber die Schwestern sind natürlich absolute Spitze. Mein Vater war noch nie so richtig krank. Also, so ernsthaft. Das hat meine Mutter immer mit Hausmittelchen hinbekommen. Ja, ist ja auch nicht das Schlechteste. Ja, schon. Aber meine Eltern sind vielleicht ein bisschen anders als andere Patienten. Tralula, alle Eltern sind speziell. Kennst ja meine Mutter Wanda, ne? Eben. So, jetzt bringst du das hier ins Labor. Mein Büro, sofort. Also? Was also? Betty, wir begegnen uns hier auf Station. Statistisch gesehen alle 2 Minuten. Wenn Sie mir jetzt für den Rest unserer Zeit hier aus dem Weg gehen möchten, dann wird das ganz schön anstrengend für Sie. Ich halte mich bloß an Ihre Anweisungen und trenne Privates von Beruflichen. Und das Private besprechen Sie in letzter Zeit lieber mit anderen Leuten. Was? Dr. von Arnstedt. Das ist eine Kollegin? Ja, klar. Sind Sie eifersüchtig? Nee. Denken Sie etwa immer noch an diesen lächerlichen Kuss, oder was? Nee. Natürlich nicht. Na, dann ist doch gut. Ich nehme mich auch nicht. Dann ist ja gut. Ja. Dann können wir uns ja jetzt wieder aufs Berufliche konzentrieren. Ja, gut. Sein. Das hast du auf der letzten Etage auch schon gesagt. Aber da waren nur die Frauen, die Kinder kriegen. Das sieht aber auch alles gleich aus hier. Ja, alles klar, danke. Ah, da ist sie ja. Ah. Oh, hallo, Lola. Ah, nicht doch so laut. Oh, hallo. Oh, mein Käferchen. Papa, wie geht's dir denn? Ach, ist alles in Ordnung, Käferchen, ja. Bitte, ich arbeite hier. Ich weiß. Mein Käferchen arbeitet im richtigen Krankenhaus. Ich kann es immer noch nicht glauben. Hier ist der Anmeldebogen. Mhm. Du musst die ausfüllen. Und dann bringe ich Papa auf sein Zimmer. Ja. Ja. Wie geht denn das jetzt? Guck dir mal unser Käferchen an, Petra. Wie eine richtige Krankenschwester. Papa, ich bin eine richtige Krankenschwester. Wisst ihr was? Kommt einfach mit, wir machen das jetzt. Ja, okay. Da lang. Ja. Mhm. Ah, lass mal nehmen. Nee. Oh, okay. So, geht's? Ja, nicht so schnell. Ja. Geht's? Gut, ich. Geht gleich wieder. Alles in Ordnung? Ja, ja, geht gleich wieder. Nochmal tief einatmen. Und ein letztes Mal. Ja, da ist alles in Ordnung. Haben Sie sonst irgendwelche Beschwerden? Das Übliche. Verdauung spinnt ein bisschen. Hm. Aber im Gegensatz zum letzten Mal geht es mir richtig bombig. Ja, gut, dann warten wir jetzt einfach auf die Werte und gucken, was wir dann... Ja? Ja? Guten Tag, Sie sind bestimmt der Doktor. Bering.
Petra Pfeiffer und das ist mein Mann Ludwig. Ludwig Pfeiffer, guten Tag. Wir sind die Eltern von Talula. Ah, ja. Ach, guten Tag. Guten Tag auf gute Nachbarschaft. Mama, Papa, jetzt lass doch bitte Dr. Behring in Ruhe. Das Bett ist das da am Fenster. Was für eine schöne Aussicht, Ludwig, guck doch mal. Ja, machen Sie das jetzt gleich mit der Untersuchung, Herr Doktor? Also, ich wäre soweit. Nee, es tut mir leid, ich habe einen anderen Patienten. Das macht der Kollege Lewandowski. Lewandowski. Druckschmerz im rechten Abdomen. Da hat Ihr Hausarzt vollkommen recht, Herr Pfeiffer. Das sieht mir ganz nach einer akuten Appendizitis aus. Was? Blinddarmentzündung. Siehst du, Ludwig, ich hab dir gleich gesagt, der Herr Doktor hat immer recht. Wir brauchen noch die Leukozyten, aber ich denke, der Störenfried muss raus. Eine Operation? Eine kleine, reine Routine. Oje, 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 wäre ich doch bloß nicht ins Krankenhaus gekommen. Ein paar heiße Umschläge hätten bestimmt gereicht. Nee, ganz bestimmt nicht. Eine Blinddarmentzündung ist zwar nichts Schlimmes, aber wenn sie verschleppt wird, kann es doch böse enden. Schwester Talula? Sie nehmen bitte Blut ab. Na klar. Können Sie das nicht machen? Ja, ich bin der behandelnde Arzt. Mama, bitte, das ist mein Job. Ja, aber sowas Schwieriges. Ich meine, der Herr Doktor kennt sich doch damit bestimmt besser aus. Das kann schon sein. Aber der Herr Doktor kümmert sich jetzt erstmal um einen OP-Tipp. Ja. Also dann. Vielen Dank, Mama, dass du mich vor unseren Ärzten blamierst. So, hier ist Ihr Untersuchungsplan, Herr Bielstedt. Die Ergebnisse aus dem Labor haben wir morgen und dann können Sie auch schon wieder auschecken aus unserem Superschuppen. Hallo, ich bin Betty Diewald. Hallo, ich bin die Stationsschwester. Ich wohne mit Ihrer Tochter zusammen. Ach ja, richtig, Betty. Oh, es tut mir wirklich leid, dass Ihr Freund Sie betrogen und mit einem anderen Kind gemacht hat. Dann machen Sie das mit dem Blutabnehmen, ja? Nee, das macht Talula. Die macht es zigmal am Tag und glauben Sie mir, die macht das besser als manche unserer Ärzte. Okay, bis später. Blut abnehmen. Das macht sie schon, seitdem ich ganz klein war. Man muss sie nicht blamieren. Ja, aber sie hat sich bestimmt noch nie auf eine Party im Schwesternwohnheim geschlichen. Hat dort erstmal schön den Assistenzarzt zum Jointrauchen verführt. Ist dann nackt auf dem Dach rumgesprungen und hat ich in Berlin als Mutter gerufen. Echt jetzt? Ja, das war wirklich lustig. Er hat mich hochgeladen. Entschuldigung. Ich wollte bloß fragen, ob man nicht noch ein Bett in das Zimmer stellen kann. Das in dem Ludwig liegt, ist ja ein bisschen klein für zwei. Frau Pfeiffer, Sie können nicht bei Ihrem Mann im Zimmer schlafen. Das ist ein reines Männerzimmer. Ach so, aber was mache ich denn da? Du fährst ganz einfach nach Hause zurück in die Eifel und kommst morgen wieder. Ich kümmere mich doch um Papa, hm? Ja, aber Käferchen, du weißt doch, ich fahre nicht so gern im Dunkeln. Und diese vielen Kurven. Deine Mami kann auch bei uns übernachten. Was? Stimmt, das ist doch eine gute Idee. Wenn Ihnen das nichts ausmacht. Überhaupt nicht. Es wird bestimmt ein Spaß. Ja, richtig, dann kann ich mal die Wohnung angucken. Bei mir im Bett schlafen. Yeah, eine Nacht ohne Rückenschmerzen, wenigstens etwas. Hast du denn dein Bett nicht mehr? Doch, aber es ist eben alt. Wieso? Was hast du bekommen, als du 8 warst? Etwas wie neu. Dabei hat Talula darin schon so einiges veranstaltet. Ach, das müssen wir uns aber erzählen. Aber soll ich dir nicht erst mal die Wohnung zeigen? Hm? Ich hatte beide Tipps. Bei uns im Dorf, da gibt's ja immer so einen Kinderkarneval. Und Talula wollte unbedingt Funkenmariechen werden. Ach, wie süß. In jeder freien Minute hat sie im Kostüm auf dem Bett getanzt. Ach, Mama. Einmal, da kam der Rudi dabei in ihr Zimmer zum Hausaufgaben machen. Das ist der Sohn vom Bauer nebenan. Und Talula war total verknallt in ihn. Das stimmt doch überhaupt nicht. Talula hat sie so erschrocken, dass sie vom Bett gefallen ist, direkt auf den Rudi drauf. Mama, es reicht. Die zwei haben gedacht, ich merke das nicht. Aber sie haben sich sogar geküsst. Nein. Doch, hier auf der Bettkante. Dummerweise haben sich dabei ihre Zahnspangen verhakt. Ja, ja. Der Ludwig musste sein Werkzeug holen und die zwei wieder auseinanderschneiden. Ach,
wie es wohl meinem Ludwig jetzt geht. So ganz allein in dem Krankenhaus. Sie haben Ihren Blinddarm bestimmt noch, hm? Nee, der ist weg. Aha. Und? War die Operation schlimm? Die Operation nicht. Nee. Aber die Reha. Reha? 4 Wochen. Und dann noch mal 4 Wochen wegen der Nebenwirkungen. Nebenwirkungen? Die haben mir gleich noch ein Stück Darm entfernt. Ungefähr so lang. Oh Gott. Aber so eine Blinddarm-OP ist eigentlich nichts Schlimmes. Keine Angst. Und wie geht's uns denn heute? Oh, ich hab die ganze Nacht kein Auge zugetan. Du Ärmster. Ja, ja. So. Kein Wunder. So. Hä? Was machst du denn da? Ach, Käferchen. Dein Vater konnte heute Nacht überhaupt nicht schlafen und schuld daran ist natürlich diese Bettwäsche. Die ist er einfach nicht gewohnt. Außerdem kratzt sie und ist überhaupt nicht kuschelig. Gut, dass ich immer auf alles vorbereitet bin und unsere eigene mitgebracht habe. Ja, außerdem riecht die auch viel besser. Mama, das geht nicht. Du kannst hier nicht deine eigene Wäsche benutzen. Warum denn nicht? Schon wegen der Hygienevorschriften? Willst du mir etwa sagen, dass meine Bettwäsche nicht sauber ist? Nein, natürlich nicht. Aber in einem Krankenhaus, da gelten nun mal bestimmte Regeln. Ich krieg noch den größten Ärger wegen euch. Wenn dir irgendjemand Ärger macht, dann schickst du ihn einfach zu mir. Mama kümmert sich schon darum, mein Käferchen. Nenn mich nicht immer Käferchen. Morgen nützt mir gar nichts. Das muss unbedingt noch heute sein. Irgendwann dazwischen schieben vielleicht. Ich brauche keine ausgefallene Frisur. Und da kann man jetzt gar nichts machen. Ja, danke. Na, Frau Pohl, schon aufgeregt wegen heute Abend? Ich bin stinksauer. Wieso? Kriegen Sie keinen Friseurtermin mehr? Völlig unkooperativ da unten. Der Friseur hier unten im Haus? Ja. Soll ich mal probieren? Warten Sie mal ab. Die Schulden mir noch einen Gefallen. Sie mir dann übrigens auch, ne? Na, jetzt besetzt. Ich probier's ja noch mal. Danke. Morgen. Morgen. Ja, die Laborwerte von Widerstedt? Ja, habe ich gerade reinbekommen. Danke. Morgen. 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 Die Werte deines Krebspatienten? Mhm. Okay. Nee, unbedingt heute. Nein, muss überhaupt nichts Aufwendiges sein. Nur waschen und legen. Genau. Vielleicht eine schöne Hochsteckfrisur. 4:15. Das ist doch spitze. Ja, richtig aus. Danke. Dann sind wir quitt, ne? Alles klar, Carsten. Danke dir. Juhu. Tschüss. Ha, du auch. Tschüss. So, ich brauche noch mal Blut von Widerstedt. Wieso, ist das nicht in Ordnung? Nee, ist reine Routine. Dieselben Werte noch mal, und zwar alle.
Ja, Routine ist das ja nicht, also... Können Sie einmal machen, was ich Ihnen auftrage? Mal sehen. Danke. Ach, Herr Biederstedt, da sind Sie ja. Ich habe Sie schon überall besucht. Wir müssen noch mal... Blut abnehmen. Genau. Dr. Behring will noch ein paar Tests machen. Ich dachte, das hat er gestern gemacht. Haben sich die Werte wieder verschlechtert. Ich habe den Laborbericht noch gar nicht gesehen. Kannst du mir ruhig sagen. Nein, wie gesagt, Dr. Behring will einfach noch ein paar andere Werte kontrollieren. Das ist alles. Von einer Verschlechterung kann keine Rede sein, Herr Biederstedt. Na, sehen Sie. Warum dann die zusätzlichen Tests? Das ist eine Routinekontrolle, wo wir es jetzt schon mal hier haben. Dann machen wir das volle Programm, oder? Ich bin lang genug Patient, um zu wissen, wenn mir ein Arzt nicht die Wahrheit sagt. Seien Sie mal nicht so negativ. Ich will doch nur wissen, was los ist. Ja, das verstehe ich. Lassen Sie es gut sein. Sie machen ja auch nur Ihren Job. So ist es. So. Arm hoch. Genau. Entschuldigung. Kein Problem. So, Faust. Sag mal, Käferchen. Wieso gibt's denn hier das Frühstück eigentlich so spät? Es ist 7 Uhr, Mama. Na, sag ich doch. Du weißt doch, der Papa ist seine regelmäßigen Mahlzeiten gewohnt. Und Frühstück ist bei uns immer um 5, bevor es fehlt geht. Für normale Menschen ist 7 Uhr schon früh genug. Ja, aber dem Papa wird schlecht, wenn er nichts zu essen bekommt. Ja. Und er wird auch weiterhin nichts zu essen bekommen. Die Leukozyten sind bei 12.000. Ich habe für Ihren Mann heute einen OP-Termin. Also dann, bis später. Ja, das ist super, ich komme grundsätzlich absolut glänzend. Guten Morgen, Herr Monheimer. Würden Sie? Danke. Professor Wehmann, machen Sie jetzt doch Visite? Nein, nein, Manfred und ich, wir kennen uns ewig. Ja, schon immer, ja. Sie lesen Sir Sherbet? Ja, ich finde, das ist die beste Krimi-Autorin. Sie sind ein Fan? Ja, absolut. Ich liebe Ihre Bücher. Ja, ich auch. Ja? Todesfjord war doch großartig. Das ist meiner Meinung nach das Beste. Ja. Das davor war auch. Ja. Hat sich der Zustand von Thomas Biederstedt verschlimmert? Das ist ja unglaublich. Ja. CCSA, CAC, A19-9. Alle Marker im Normalbereich. Das ist ja ein kleines Wunder. Ja, genau. Deswegen glaube ich es auch erst, wenn ich hier alles doppelt und dreifach gegengecheckt habe. Der Krebs ist verschwunden, das müssen Sie ihm sofort sagen. Nee, das mache ich jetzt noch nicht. Wieso? Betty, wenn ich jetzt zu ihm gehe und sage, Ihr Krebs ist verschwunden, Sie sind geheilt, und dann habe ich hier irgendwas übersehen, muss ich wieder hingehen und sage, Krebs ist noch da, Entschuldigung, das mache ich nicht. So wie der gerade drauf ist, würde ihm das wahnsinnig viel Hoffnung machen. Aber was nützt ihm denn die Hoffnung, wenn die falsch ist? Hoffnung ist manchmal die stärkste Medizin. Nee, das ist keine Medizin, das ist Esoterik. Und Sie sagen ihm auch nichts, bis ich hier Gewissheit habe. Das wollen wir ja sehen. Nein, das ist nicht Ihre Entscheidung. Jeder bekommt von mir ein Krimi von Steve Sherbet zum Geburtstag geschenkt. Wie heißt Ihr erster Krimi nochmal? Na, ist auch egal. Von der ersten bis zur letzten Seite ist das sowas von spannend. Ja. Kann sie ja ruhig sagen. Diese berühmte schwedische Autorin, Schiff Schäbrett. Ich kann den Namen leider nicht so charmant aussprechen wie Sie. Da ist sie. Ja, Doktor, Sie hören richtig. Ich schreibe die Krimis, die Sie so mögen. Ehrenwort. Ja, Schiff Schäbrett... Ist ja... Attraktiver. Nein, Sif Schäfer ist eine Frau. Alles nur PR. Die Marktforschung sagt, dass weibliche skandinavische Krimi-Autoren sich zurzeit einfach besser verkaufen. Also musste ich mal eben zur nordischen Schönheit werden. Er schreibt so gut, er muss sich hinter diesem Pseudonym verstecken. Also bitte, Sie dürfen wirklich nichts verraten. Wissen Sie denn schon, worum es in Ihrem nächsten Band geht? Ist gerade in Arbeit. Sie schreiben das Buch hier? Naja, wo sonst? Ruhe, Fachberatung,
zurück, sonst fliegt die Kollegin mir die Patienten weg. Ich bin ja mal gespannt, worum es im neuen Krimi geht. Von mir erfahren Sie nichts. Noch, Herr Professor. Schon mal was vom Arztgeheimnis gehört, Schwester? Ich krieg das schon raus. Dann viel Glück. Nein, danke. Ja? Haben Sie Schwester Betty gesehen? Da kommt sie gerade. Schwester Betty, mir ist zu Ohren gekommen, dass jetzt neuerdings die Patienten auf ihrer Station die eigene Bettwäsche mitbringen. Meine Station ist das immer nur, wenn Ihnen was nicht passt. Wenn alles ganz toll läuft, ist es Ihre Station. Das ist komisch, oder? Sie wissen genauso gut wie ich, dass das nicht geht. Die Vorschriften besagen ganz klar... Der Kleifer hat große Angst vor der OP. Das haben andere Patienten auch. Ja, aber wenn ihm die eigene Bettwäsche dabei hilft zu schlafen, dann ist es sowas wie ein medizinisches Hilfsmittel. Wie sieht denn das aus, wenn jetzt alle Patienten die eigene Wäsche mitbringen würden? Unter. Runter? Es geht ja hier nicht um runter. Okay. Was ist mit dem Gefallen für den Friseurtermin? Damit sind wir aber quitt. Natürlich. Und Frau Pohl, die Verwaltung wird es Ihnen danken. Spart uns einmal Wechselwäsche. Ah, da sind Sie ja. Hatte ich nicht eine ganz klare Anweisung gegeben? Oh, worum geht's denn? Folgen Sie mir. So, den Operationstermin können wir ja wohl vergessen. Gut gemacht, Schwester Talula. Was soll denn das? Nüchtern, hat Herr Lewandowski gesagt. Meinem Vater war schon richtig schlecht vor Hunger und er hatte Schweißausbrüche. Das kann ja wohl auch nicht gesund sein. Und da hast du dir gedacht, setze ich mich einfach mal über die Anweisung des Arztes hinweg. Hab ich doch gar nicht. Für deinen Vater so ein kleines Brot gar nichts. Er ist noch so gut wie nüchtern. Nein, das ist er nicht. Ich bin jetzt kurz. Mein Vater hat niedrigen Blutdruck schon immer. Er hat eine leichte Arrhythmie. Schließen Sie ihn vorsichtshalber an die Überwachung an, damit wir nicht noch mehr unliebsame Überraschungen erleben. Natürlich. Und für Sie? Ich versuche in der Zwischenzeit einen neuen OP-Termin zu bekommen. Was? Durchaus schwierig werden könnte. Könnt ihr mich eigentlich noch mehr blamieren? Ich habe das auch nie mit Absicht gemacht. Es war wirklich nur ein klitzekleines Brot. Das ist wirklich das leckerste Leberwurstbrot, das ich je gegessen habe. Ich habe immer welches dabei. Mein Ludwig ist richtig süchtig danach. Das kann ich sehr gut verstehen. Warum muss man überhaupt nüchtern sein für so eine Operation? Mit was im Magen ist man doch viel stärker. Das weiß doch jeder. Das liegt an der Narkose. Dabei erschlafft der Muskel zwischen Magen und Speiseröhre. Und wenn sich dann aus irgendeinem Grund der Magen nach oben entleert, kann Magensäure in die Lunge gelangen und dort schweren Schaden anrichten. Man nennt das Aspiration. Warum kann das keiner der Ärzte so erklären? Wissen Sie was? Möchten Sie mal was von mir probieren? Mhm. Ja? Ganz frischen Couscous-Salat. Auch mit viel Petersilie, Tomate. Probieren Sie mal. Und, wie viele Leichen haben Sie schon? Kommen Sie gut voran? Überhaupt nicht. Ich habe gerade sowas wie eine Blockade. Oh nein, was kann man dagegen tun? Es gibt da was, das nenne ich meine Inspirationsdroge. Ohne das Zeug kann ich gar nicht richtig schreiben. Ja, aber sowas kriegen Sie hier sicherlich nicht. Doch nicht, was Sie denken. Hier. Leer. Diese humorlose Ärztin hat es mir sowieso verboten. So viel Transfette. Wenn Dr. van Arnstedt das sagt. Ich habe da so ein Irri-Dings, wie heißt das? Siepel am Zeh. Kein Reizdarm oder sowas. Ich kann essen, was ich will. Bitte. Könnten Sie nicht. Nicht gegen die Anweisung des behandelnden Arztes. Ich verrate Ihnen auch, worum es in dem neuen Buch geht. Nein, tut mir leid. Talula, alles klar? Sag mal, verkauft Safi eigentlich auch diese Nuss-Nougat-Creme, die zum Frühstück, weißt du die? Was Süßes? Gute Idee. Das ist noch besser für die Nerven als Meditation. Ich mach 3 Kreuze, wenn mein Vater endlich operiert ist und wir wieder ganz normale Patienten haben. Oh.
Scheiße, das ist das Zimmer von deinem Vater. Hä? Wo ist der denn hin? Ah, hallo, Talula. Du hast dir die Kabel abgemacht? Ja, die stören ja nur hier auf Toilette, aber ich mach die gleich wieder dran. Versprochen. Käferchen. Talulalein, Papa, du legst dich jetzt hin. Ich mach dir die Kabel dran und dann bleiben die dran. Was war das für ein Alarm vorhin? Vater hat sich die Kabel abgemacht, um auf die Toilette zu gehen. Ich habe sie ihm schon wieder angeschlossen. Es tut mir echt leid, aber... Kann er ja nicht wissen. Dein Vater? Betty, ich kann da jetzt nicht reingehen, sonst nehme ich ihm den Blinddarm gleich selbst raus. Und zwar ohne Narkose. Ja, ich mach schon. Was ist denn passiert? Oh, er hat sich übergeben und ist auf einmal ganz heiß. Oh, das tut so höllisch weh, genau da. Schwester Betty? Fieber, Erbrechen, loser Schmerzeffekt, Burning-Punkt. Okay, akutes Abdomen, hochgradiger Verdacht auf Blinddarmperforation. Wir müssen sofort operieren. Wir sehen in 3 Minuten da. Jo. Oh Gott. Was wird jetzt mit ihm? Wenn er sofort operiert wird, dann stehen die Chancen ziemlich gut. Mama, es tut mir so leid. Ich war echt fies zu euch. Bitte sei mir nicht böse, ja? Ich könnte dir doch niemals böse sein. Du bist doch mein Käferchen. Komm, wir setzen uns erst mal. Ist nur eine Nacht länger. Morgen können sie schon nach Hause. Und dann? Nach einer Woche wieder einrücken, noch mehr Untersuchungen, noch eine Chemo. Vielleicht sind die Neuigkeiten ja gar nicht so schlecht. Ich weiß doch, wie das läuft. Es werden neue Tests angeordnet, dann noch mehr Tests und dann... Ich kann es ja verstehen. Man muss sich absichern, wenn man ein Todesurteil unterschreibt. Herr Widerstedt? Ich kann mit der Wahrheit umgehen. Aber ich bin mein eigener Herr. Was soll das heißen? Ich überlasse dem Krebs nicht das Feld. Wenn einer bestimmt, wann ich gehe, dann ich selbst, ganz allein. So was dürfen Sie nicht mal denken. Ich habe bereits Vorkehrungen getroffen. Diese letzte Würde lasse ich mir nicht nehmen. Diese nicht. Sie müssen sich überhaupt nichts nehmen lassen. Sie sind gesund. Die Werte sind fantastisch. Dr. Behring will einfach noch neue Tests, um ganz, ganz sicher zu gehen. Ist das wahr? Ja. Ist das wirklich wahr? Ja. Sie sind gesund. Du denn jetzt? Dr. Behring, danke. Vielen, vielen Dank. Danke, wofür jetzt? Der Krebs ist weg und ich weiß, dass ich das nur Ihnen zu verdanken habe. Okay. Herr Biederstedt, ich wollte gerade mit Ihnen darüber sprechen, dass die Tumormarker... Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Das ist, als ob ich neu geboren wäre. Ich glaube Ihnen total, dass Sie sich freuen. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Bitte. Okay. Herr Biederstedt, hören Sie.
Die Werte sind toll. Das sind sie wirklich. Aber Sie wissen auch, wie das ist mit einem Rezidiv. Ja, aber ich bekomme eine Chance. Und die werde ich nutzen. Carpe diem, Dr. Behring. Pflücke den Tag. Ich wollte auch nur sagen, dass es keine Garantie... Ja, aber ich kann doch auch morgen von einem Auto überfahren werden. Ja, genau. Es gibt keine Garantie. Ja, aber es gibt Hoffnung. Und ich werde jetzt all die Dinge tun, die ich immer vor mir hergeschoben habe. Waren Sie schon mal paragliden? Nee, war ich nicht. Ich auch nicht. Noch nicht! In meinem Büro. Das war eine ganz klare Anweisung, oder? Haben Sie das Leuchten in seinen Augen? Ja, das habe ich. Und ich freue mich auch für ihn. Ehrlich? Sie? Schwester Betty, ich habe dieses Leuchten schon sehr oft gesehen. Und ich habe auch schon sehr oft diese unendliche Enttäuschung gesehen, wenn die Patienten wieder hier antanzen müssen. Jeden Tag, den er leben darf, ist doch ein Geschenk. Das mag sein. Aber darum geht es hier überhaupt nicht. Worum geht's denn? Um Vertrauen. Wenn ich nicht darauf vertrauen kann, dass Sie meine Anweisungen da auf der Station ausführen, dann läuft der ganze Laden nicht. Papa! Oh, Ludwig. Die Narkose wirkt noch, dauert noch einen Moment, bis er wieder ganz da ist. Es ist alles sehr gut gelaufen. Ne? Durch die schnelle OP konnten wir eine Bauchumentzündung vermeiden. Ihrem Mann wird es bald schon besser gehen. Oh, vielen Dank. Oh. Ich habe eine Frage bezüglich der Diät von Herrn Monheimer. Waren meine Anweisungen da nicht deutlich genug? Ich habe keine Ahnung, was Sie meinen, Frau Doktor. Wissen Sie nicht? Nein, weiß ich nicht. Ich habe die ihm nicht gegeben. Alles klar. Ich habe gesehen, wie Sie ständig in sein Zimmer schleichen. Naja, aber der Mann da hat ja nun wirklich keine Krankheit, bei der er darauf verzichten müsste. Ach ja, natürlich. Dann ist es an mir vorbeigegangen, dass Sie seit neuestem dazu qualifiziert sind, das zu beurteilen. Wenn ich eine Diät anordne, dann ist sie zu befolgen. Ist das klar? Ja, ist klar. Vorsicht. Wie geht's dir denn, Papa? Schon viel besser. Bisschen kalt. Bisschen kalt. Decken wir dich einfach noch ein bisschen zu. Danke, Talula. Mama, du kannst ihm doch jetzt kein Wurstbrot geben. Ja, ich hab doch schon Hunger. Er hat keine Narkose mehr, also wird er wohl auch keine Aspiration kriegen. Aber er ist gerade frisch operiert, da braucht er erstmal was Leichtes. Schonkost. Von Schonkost wird man auch satt, versprochen. Ja. Na, Papa, Schonkost. Mensch, unsere Talula, eine richtige Krankenschwester.
Nicht? Sie sehen toll aus. Ehrlich? Ist das nicht ein bisschen zu elegant? Also, wenn er das nicht zu schätzen weiß, dann ist er es eh nicht wert. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, Frau Pohl. Danke. Ach, und morgen früh ist die Besprechung wegen der neuen Dienstpläne. Seien Sie bitte diesmal pünktlich. Klar doch. Und Mädels, seid ihr dabei? Ich gebe eine Runde Prosecco aus. Nach dem Tag auf jeden Fall. Also, ich brauche was Starkes. Was Buntes mit Schirmchen? Ja, ist auch was Buntes mit Schirmchen. Alles klar, dann gehe ich jetzt in den Supermarkt und besorge das Nötigste. Schon für eine Screwdriver brauchst du Wodka, ne? Kein Schraubenzieher. Ist doch dein Bett. Ja, ganz genau. Höchste Zeit, was zu verändern. Hey, 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 hey. Bei dem Tempo, was Sie hier drauf haben, werden Sie noch geblitzt. Der Supermarkt macht gleich zu. Und Sie? Auf der Suche nach einem Glas Nougat-Creme? Ich habe schon gehört, dass Sie Ärger mit den Kollegen hatten. Ja, irgendjemand hat sich über die Diätanweisung hinweggesetzt. Wer das wohl gewesen sein könnte? Eine Schreibblockade als Nebenwirkung? Konnte ich schwer zulassen. Außerdem hätte ich nie herausgefunden, worum es im nächsten Buch geht. Und leider teilen Sie Ihr Wissen ja mit niemandem. Ich würde gerne noch was essen gehen. Kennen Sie irgendwo ein Lokal? Ja, da drüben sind ein paar. Ja, danke. Ja. Vielleicht kommen Sie ja mit. Dann verrate ich es Ihnen. Das ist eine Kollegin? Ja, klar. Sind Sie eifersüchtig? Nee. Denken Sie etwa immer noch an diesen lächerlichen Kuss, oder was? Nee. Natürlich nicht. Ist doch gut. Ich nehme mich auch nicht. Dann ist ja gut. Ja. Dann können wir uns ja jetzt wieder aufs Berufliche konzentrieren. Ja, gut. Sein. Das hast du auf der letzten Etage auch schon gesagt. Aber da waren nur die Frauen, die Kinder kriegen. Das sieht aber auch alles gleich aus hier. Ja, alles klar, danke. Ah, da ist sie ja. Ah. Oh, hallo, Lola. Ah, nicht doch so laut. Oh, hallo. Oh, mein Käferchen. Papa, wie geht's dir denn? Ach, ist alles in Ordnung, Käferchen, ja. Bitte, ich arbeite hier. Ich weiß, mein Käferchen arbeitet im richtigen Krankenhaus. Ich kann es immer noch nicht glauben. Hier ist der Anmeldebogen. Mhm. Du musst die ausfüllen. Und dann bringe ich Papa auf sein Zimmer. Ja. Wie geht denn das jetzt? Guck dir mal unser Käferchen an, Petra. Wie eine richtige Krankenschwester. Papa, ich bin eine richtige Krankenschwester. Wisst ihr was? Kommt einfach mit, wir machen das jetzt. Ja, okay. Da lang. Ja. Mhm. Ah, lass mal nehmen. Nee, nee. Oh, okay. Geht's? Ja, nicht so schnell. Ja.
Geht's? Gut, ich. Eva, alles in Ordnung? Ja, ja, Eva, hier. Nochmal tief einatmen. Und ein letztes Mal. Ja, da ist alles in Ordnung. Haben Sie sonst irgendwelche Beschwerden? Das Übliche. Verdauung spinnt ein bisschen. Mhm. Aber im Gegensatz zum letzten Mal geht's mir richtig bombig. Ja, gut, dann warten wir jetzt einfach auf die Werte und gucken, was wir dann. Ja, ja. Ja? Guten Tag, Sie sind bestimmt der Doktor. Gering. Petra Pfeiffer und das ist mein Mann Ludwig. Ludwig Pfeiffer, guten Tag. Wir sind die Eltern von Talula. Ah! Ja. Guten Tag. Guten Tag, auf gute Nachbarschaft. Mama, Papa, jetzt lass doch bitte Dr. Behring in Ruhe. Das Bett ist das da am Fenster. Was für eine schöne Aussicht, Ludwig, guck doch mal. Ja. Machen Sie das jetzt gleich mit der Untersuchung, Herr Doktor? Also, ich wäre soweit. Nee, es tut mir leid, ich habe einen anderen Patienten. Das macht der Kollege Lewandowski. Lewandowski. Druckschmerz im rechten Abdomen. Da hat Ihr Hausarzt vollkommen recht, Herr Pfeiffer. Das sieht mir ganz nach einer akuten Appendizitis aus. Was? Blinddarmentzündung. Siehst du, Ludwig, ich hab dir gleich gesagt, der Herr Doktor hat immer recht. Wir brauchen noch die Leukozyten, aber ich denke, der Störenfried muss raus. Eine Operation? Eine kleine, reine Routine. Oje, 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 wäre ich doch bloß nicht ins Krankenhaus gekommen. Ein paar heiße Umschläge hätten bestimmt gereicht. Nee, ganz bestimmt nicht. Eine Blinddarmentzündung ist zwar nichts Schlimmes, aber wenn sie verschleppt wird, kann es doch böse enden. Schwester Talula, Sie nehmen bitte Blut ab. Na klar. Können Sie das nicht machen? Ja, ich bin der behandelnde Arzt. Mama, bitte, das ist mein Job. Ja, aber sowas Schwieriges. Ich meine, der Herr Doktor kennt sich doch damit bestimmt besser aus. Das kann schon sein. Aber der Herr Doktor kümmert sich jetzt erstmal um einen OP-Tipp. Also dann. Vielen Dank, Mama, dass du mich vor unseren Ärzten blamierst. So, hier ist Ihr Untersuchungsplan, Herr Bielstedt. Die Ergebnisse aus dem Labor haben wir morgen und dann können Sie auch schon wieder auschecken aus unserem Superschuppen. Hallo, ich bin Betty Diewald. Hallo, ich bin die Stationsschwester. Ich wohne mit Ihrer Tochter zusammen. Ach ja, richtig, Betty. Oh, es tut mir wirklich leid, dass Ihr Freund Sie betrogen und mit einer anderen Kind gemacht hat. Dann machen Sie das mit dem Blutabnehmen, ja? Nee, das macht Talula. Die macht es zigmal am Tag und glauben Sie mir, die macht das besser als manche unserer Ärzte. Okay, bis später. Talula. Blutabnehmen. Das macht sie schon, seitdem ich ganz klein war. Man muss sie nicht blamieren. Ja, aber sie hat sich bestimmt noch nie auf eine Party im Schwesternwohnheim geschlichen. Hat dort erstmal schön einen Assistenzarzt zum Joint-Rauchen verführt. Ist dann nackt auf dem Dach rumgesprungen und hat ich und Melanie als Mutter gerufen. Echt jetzt? Ja, das war wirklich lustig. Er hat mich totgelassen. Entschuldigung. Ich wollte bloß fragen, ob man nicht noch ein Bett in das Zimmer stellen kann. Das in dem Ludwig liegt, ist ja ein bisschen klein für zwei. Frau Pfeiffer, Sie können nicht bei Ihrem Mann im Zimmer schlafen. Das ist ein reines Männerzimmer. Ach so, aber was mache ich denn da? Du fährst ganz einfach nach Hause zurück in die Eifel und kommst morgen wieder. Ich kümmere mich doch um Papa, hm? Ja, aber Käferchen, du weißt doch, ich fahre nicht so gern im Dunkeln. Und diese vielen Kurven. Deine Mami kann auch bei uns übernachten. Was? Stimmt, das ist doch eine gute Idee. Wenn Ihnen das nichts ausmacht. Überhaupt nicht. Es wird bestimmt ein Spaß. Ja, richtig, dann kann ich mal die Wohnung angucken. Bei mir im Bett schlafen. Yeah, eine Nacht ohne Rückenschmerzen, wenigstens etwas. Hast du denn dein Bett nicht mehr? Doch, aber es ist eben kalt. Wieso? Was hast du bekommen, als du 8 warst? Mhm. Etwas wie neu. Dabei hat Talula darin schon so einiges veranstaltet. Ach, das müssen wir uns aber erzählen. Aber soll ich dir nicht erst mal die Wohnung zeigen? Hm? Ich hole meine Tipps. Bei uns im Dorf, da gibt's ja immer so einen Kinderkarneval. Und Talula wollte unbedingt Funkenmariechen werden. Ach, wie süß. In jeder freien Minute hat sie im Kostüm auf dem Bett getanzt. Ach, Mama. Einmal, da kam der Rudi dabei in ihr Zimmer zum Hausaufgaben machen.
Das ist der Sohn vom Bauer nebenan. Und Talula war total verknallt in ihn. Das stimmt doch überhaupt nicht. Talula hat sie so erschrocken, dass sie vom Bett gefallen ist. Mit dem Mittagessen. Der Wagen hätte schon vor einer Viertelstunde unten sein sollen. Nein, nein, alles gut. Ich schaff das schon. Dann gibst du Frau Stahnke ihre Thrombosespritze, ja? Schon unterwegs. Schwester Betty, die Urologie hat falsch disponiert. Ich brauche ein Bett. Ja, und ich brauche eine Segeljacht. Vielleicht können wir ja tauschen. Hätte ja sein können. Dann muss ich ihn doch ins Bettenlager. Sagen Sie, Herr Biederstedt kommt heute? Aber nur zur Kontrolle. Mensch, hoffentlich geht alles gut. Nein, Herr Rietz, wir haben heute leider nur grüne Götterspeise. Oh, es ist doch vollkommen egal, welche Farbe Götterspeise hat. Grüne Götterspeise finde ich super, gerade die grüne. Ja? Ja. Sind Sie heute bei der Visite dabei? Nein, nein, ich suche einen Patienten, Manfred Monheimer. Der liegt da. Was für ein Zufall. Ist alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Sag mal, Betty... Betty? Betty? Ja? Ach, hier bist du. Ich such dich schon überall. Was machst du hier? Ich wollte was aus meinem Spind holen. So, wenn ich deinen Spind... Nee, das ist mein Spind da. Mhm. Sag mal, versteckst du dich? Was? Wieso denn? Vor wem? Lass mich mal überlegen. Dr. Behring vielleicht? Ich verliere so langsam ein bisschen den Überblick, ob ihr euch hinterherrennt oder doch aus dem Weg geht. Behring ist mir völlig schnuppe. Mhm. Wie du meinst. Ist eigentlich irgendwas mit Monheimer? Professor Wehmann hat nach ihm gefragt. Nicht, dass ich wüsste. Ja, dann hopp zurück an die Arbeit, Frau Dewald. Frau Stanik ist versorgt. Was soll ich denn als nächstes machen? Dann kannst du die Blutabnahme bei Herrn Gollwitz übernehmen. Aber sei vorsichtig, der hat sich bei Spritzen. Du, der wird überhaupt nichts merken, versprochen. Herr Biederstedt, hallo. Hallo, Schwester Betty. Na, hab Sie schon erwartet. Wie geht's denn? Solange ich nicht wieder irgendwelche Organe hier lassen muss. 30 cm Darm gegen die ganzen Metastasen, das war doch ein guter Tausch. Stimmt, und die Nebenwirkungen, die gab's sogar gratis mit dazu. Heute machen wir ja nur Kontrolle. Und ich wette, die Werte sind spitze. Oh, bitte nicht spitze. Als ich das letzte Mal gesagt habe, die Werte sind spitze, hatte ich am nächsten Tag Wasser in der Lunge. Gehen wir erstmal nach hinten. Können Sie in unser 5-Sterne-Suite einchecken? Und dann komme ich zum Blut abnehmen. Was heißt das? Ich dachte, wir gehen erstmal in mein Zimmer. Wir gehen erstmal Blut abnehmen. Cool. Ist der Bettenbedarf auf der Urologie noch aktuell? Dann könnte ich vielleicht... Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ja, das mit der Urologie hat sich geklärt, danke. Irgendwas ist anders. Sagen Sie nichts, ich hab's gleich.
Sie lächeln. Frau Pool. Mein Mann hat mich gerade angerufen. Okay. Er ist auf Geschäftsreise und kommt morgen zurück und er hat gefragt, ob wir nicht zusammen essen gehen wollen. Das ist ja schön. Wir haben das in den letzten Jahren, also ist ja immer viel unterwegs und wir haben das schon sehr lange nicht mehr gemacht. Ja. Ist doch toll. Freut mich für Sie und Ihren Mann. Danke. Und danke wegen der Urologie. Super. Zweimal danke und ein super. Das glaubt mir kein Mensch. Ist das das Blut von Herrn Gollwitz? Ja. Ich weiß gar nicht, was er hat. Bei mir hat er sich überhaupt nicht angestellt. Ja, deswegen schickt Betty dich ja auch immer zu ihm. Und irgendwann bekommst du noch die goldene Spritze verliehen. Mit Eichenlaub und goldenen Skalpellen. Mama? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Was? Ist es schlimm? Ja, natürlich. Wann denn? Okay, bis gleich. Schlechte Nachrichten? Mein Vater muss ins Krankenhaus, Verdacht auf Blinddarmentzündung. Er kommt hierher, zu uns, in die Karlsklinik. Mach dir mal keine Sorgen. Blinddarm ist reine Routine, das weißt du doch. Ja, schon. Und dass dein Vater hier in den besten Händen ist, das weißt du auch. Ja. Okay, die Ärzte sind so lala, aber die Schwestern sind natürlich absolute Spitze. Mein Vater war noch nie so richtig krank. Also so ernsthaft. Das hat meine Mutter immer mit Hausmittelchen hinbekommen. Ja, ist ja auch nicht das Schlechteste. Ja, schon. Aber meine Eltern sind vielleicht ein bisschen anders als andere Patienten. Tralula, alle Eltern sind speziell. Kennst du ja meine Mutter Wanda, ne? Eben. So, jetzt bringst du das hier ins Labor. In mein Büro. Sofort. Also? Was also? Betty, wir begegnen uns hier auf Station. Statistisch gesehen alle 2 Minuten. Wenn Sie mir jetzt für den Rest unserer Zeit hier aus dem Weg gehen möchten, dann wird das ganz schön anstrengend für Sie. Ich halte mich bloß an Ihre Anweisungen und trenne Privates von Beruflichen. Und das Private besprechen Sie in letzter Zeit lieber mit anderen Leuten. Was? Dr. von Arnsch. Direkt auf den Rudi drauf. Mama, es reicht nicht. Zwei haben gedacht, ich merke das nicht. Aber sie haben sich sogar geküsst. Nein. Doch, hier auf der Bettkante. Dummerweise haben sich dabei ihre Zahnspangen verhakt. Ja, ja. Der Ludwig musste sein Werkzeug holen und die 2 wieder auseinanderschneiden. Ach, wie es wohl meinem Ludwig jetzt geht. So ganz allein in dem Krankenhaus. Sie haben Ihren Blinddarm bestimmt noch, hm? Nee, der ist weg. Aha. Und? War die Operation schlimm? Die Operation nicht. Nee. Aber die Reha. Reha? 4 Wochen. Dann noch mal 4 Wochen wegen der Nebenwirkungen. Nebenwirkungen? Die haben mir gleich noch ein Stück Darm entfernt. Ungefähr so lang. Oh Gott. Aber so eine Blinddarm-OP ist eigentlich nichts Schlimmes. Keine Angst. Und wie geht's uns denn heute? Oh, ich hab die ganze Nacht kein Auge zugetan. Du Ärmster. Ja, ja. So. Kein Wunder. So.
Schäferchen. Dein Vater konnte heute Nacht überhaupt nicht schlafen und schuld daran ist natürlich diese Bettwäsche. Die ist er einfach nicht gewohnt. Außerdem kratzt sie und ist überhaupt nicht kuschelig. Gut, dass ich immer auf alles vorbereitet bin und unsere eigene mitgebracht habe. Ja, außerdem riecht die auch viel besser. Mama, das geht nicht. Du kannst hier nicht deine eigene Wäsche benutzen. Warum denn nicht? Schon wegen der Hygienevorschriften? Willst du mir etwa sagen, dass meine Bettwäsche nicht sauber ist? Nein, natürlich nicht. Aber in einem Krankenhaus, da gelten nun mal bestimmte Regeln. Ich krieg noch den größten Ärger wegen euch. Wenn dir irgendjemand Ärger macht, dann schickst du ihn einfach zu mir. Mama kümmert sich schon darum, mein Käferchen. Nenn mich nicht immer Käferchen. Morgen nützt mir gar nichts. Das muss unbedingt noch heute sein. Irgendwann dazwischen schieben vielleicht. Ich brauche keine ausgefallene Frisur. Und da kann man jetzt gar nichts machen. Ja, danke. Na, Frau Pohl, schon aufgeregt wegen heute Abend? Ich bin stinksauer. Wieso? Kriegen Sie keinen Friseurtermin mehr? Völlig unkooperativ da unten. Der Friseur hier unten im Haus? Ja. Soll ich mal probieren? Warten Sie mal ab. Die Schulden mir noch mal gefallen. Die mir dann übrigens auch, ne? Na, ja, jetzt besetzt. Ich probier's ja noch mal. Danke. Morgen. Morgen. Ja. Die Laborwerte von Widerstedt? Ja, habe ich gerade reinbekommen. Danke. Oh, morgen. 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 Die Werte deines Krebspatienten? Okay. Nee, unbedingt heute. Nein, muss überhaupt nichts Aufwendiges sein. Nur waschen und legen. Genau. Vielleicht eine schöne Hochsteckfrisur. Viertel nach vier. Ja, das ist doch spitze. Ja, richtig aus. Danke. Dann sind wir quitt, ne? Alles klar, Carsten. Danke dir. Jo. Tschüss. Ha, du auch. Tschüss. So, ich brauche noch mal Blut von Widerstedt. Wieso, ist das nicht in Ordnung? Nee, ist reine Routine. Dieselben Werte noch mal, und zwar alle. Ja, Routine ist das ja nicht, also... Können Sie einmal machen, was ich Ihnen auftrage? Mal sehen. Danke. Ach, Herr Widerstedt, da sind Sie ja. Ich habe Sie schon überall besucht. Wir müssen noch mal... Blut abnehmen. Genau. Dr. Behring will noch ein paar Tests machen. Ich dachte, das hat er gestern gemacht. Haben sich die Werte wieder verschlechtert. Ich habe den Laborbericht noch gar nicht gesehen. Kannst du mal ruhig sagen. Nein, wie gesagt, Dr. Behring will einfach noch ein paar andere Werte kontrollieren, das ist alles. Von einer Verschlechterung kann keine Rede sein, Herr Widerstedt. Na sehen Sie. Warum dann die zusätzlichen Tests? Das ist eine Routinekontrolle, wo wir es jetzt schon mal hier haben. Dann machen wir das volle Programm, oder? Ich bin lang genug Patient, um zu wissen, wenn mir ein Arzt nicht die Wahrheit sagt. Seien Sie mal nicht so negativ. Ich will doch nur wissen, was los ist. Ja, das verstehe ich. Lassen Sie es gut sein. Sie machen ja auch nur Ihren Job. So ist es. So. Ach. Arm hoch. Genau. Entschuldigung. Kein Problem. So, Faust. Sag mal, Käferchen. Wieso gibt's denn hier das Frühstück eigentlich so spät? Es ist 7 Uhr, Mama. Na, sag ich doch. Du weißt doch, der Papa ist seine regelmäßigen Mahlzeiten gewohnt. Und Frühstück ist bei uns immer um 5, bevor es hell geht. Für normale Menschen ist 7 Uhr schon früh genug. Ja, aber dem Papa wird schlecht, wenn er nichts zu essen bekommt. Stopp. Und er wird auch weiterhin nichts zu essen bekommen. Die Leukozyten sind bei 12.000. Ich habe für Ihren Mann heute einen OP-Termin. Also dann, bis später. Das ist
das super, so eine grundsätzlich absolut glänzend. Guten Morgen, Herr Monheimer. Würden Sie? Professor Wehmann, machen Sie jetzt doch Visite? Nein, nein, Manfred und ich, wir kennen uns ewig. Ja, schon immer, ja. Sie lesen Sif Scherbrett? Ja, ich finde, das ist die beste Krimi-Autorin. Sie sind ein Fan? Ja, absolut. Ich liebe Ihre Bücher. Ja, ich auch. Ja? Todesfjord war doch großartig. Das ist meiner Meinung nach das Beste. Ja. Das davor war auch. Ja. Hat sich der Zustand von Thomas Biederstedt verschlimmert? Das ist ja unglaublich. Ja. CCSA, CIA, CA1909. Alle Marke im Normalbereich. Das ist ja ein kleines Wunder. Ja, genau. Deswegen glaube ich es auch erst, wenn ich hier alles doppelt und dreifach gegengecheckt habe. Der Krebs ist verschwunden, das müssen Sie ihm sofort sagen. Nee, das mache ich jetzt noch nicht. Wieso? Betty, wenn ich jetzt zu ihm gehe und sage, Ihr Krebs ist verschwunden, Sie sind geheilt, und dann habe ich hier irgendwas übersehen, muss ich wieder hingehen und sage, der Krebs ist noch da, Entschuldigung, das mache ich nicht. So wie der gerade drauf ist, würde ihm das wahnsinnig viel Hoffnung machen. Aber was nützt ihm denn die Hoffnung, wenn die falsch ist? Hoffnung ist manchmal die stärkste Medizin. Nee, das ist keine Medizin, das ist Esoterik. Und Sie sagen ihm auch nichts, bis ich hier Gewissheit habe. Was wollen wir sehen? Nein, das ist nicht Ihre Entscheidung. Jeder bekommt von mir ein Krimi von Sif Scherbrett zum Geburtstag geschenkt. Wie heißt Ihr erster Krimi nochmal? Ist auch egal. Von der ersten bis zur letzten Seite ist das sowas von spannend. Ja. Kann sie ruhig sagen. Diese berühmte schwedische Autorin, Sif Scherbrett, ich kann den Namen leider nicht so charmant aussprechen wie Sie. Da ist sie. Ja, Doktor, Sie hören richtig. Ich schreibe die Krimis, die Sie so mögen. Ehrenwort. Ja, Sif Scherbrett... Ist ja... Attraktiver. Nein, Sif Scherbrett ist eine Frau. Alles nur PR. Die Marktforschung sagt, dass weibliche, skandinavische Krimi-Autoren sich zurzeit einfach besser verkaufen. Also musste ich mal eben zur nordischen Schönheit werden. Er schreibt so gut, dann muss ich hinter diesem Pseudonym verstecken. Also bitte. Sie dürfen wirklich nichts verraten. Wissen Sie denn schon, worum es in Ihrem nächsten Band geht? Ist gerade in Arbeit. Sie schreiben das Buch hier? Naja, wo sonst? Ruhe, Fachberatung. Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück, sonst bringt die Kollegin mir die Patienten weg. Ich bin ja mal gespannt, worum es im neuen Krimi geht. Von mir erfahren Sie nichts. Noch, Herr Professor. Schon mal was vom Arztgeheimnis gehört, Schwester? Ich krieg das schon raus. Dann viel Glück. Ja, danke. Ja? Haben Sie Schwester Betty gesehen? Da kommt sie gerade. Schwester Betty, mir ist zu Ohren gekommen, dass jetzt neuerdings die Patienten auf ihrer Station die eigene Bettwäsche mitbringen. Meine Station ist das immer nur, wenn Ihnen was nicht passt. Wenn alles ganz toll läuft, ist es Ihre Station. Das ist komisch, oder? Sie wissen genauso gut wie ich, dass das nicht geht. Die Vorschriften besagen ganz klar... Kleiber hat große Angst vor der OP. Das haben andere Patienten auch. Ja, aber wenn ihm die eigene Bettwäsche dabei hilft zu schlafen, dann ist es sowas wie ein medizinisches Hilfsmittel. Wie sieht denn das aus, wenn jetzt alle Patienten die eigene Wäsche mitbringen? Unter. Bunter? Es geht ja hier nicht um bunter. Okay. Was ist mit dem Gefallen für den Friseurtermin? Damit sind wir aber quitt. Natürlich. Und Frau Pohl, die Verwaltung wird es Ihnen danken. Spart uns einmal Wechselwäsche. Eine ganz klare Anweisung gegeben. Oh, worum geht's denn? Folgen Sie mir. So, den Operationstermin können wir ja wohl vergessen. Gut gemacht, Schwester Talula. Was soll denn das? Nüchtern, hat Herr Lewandowski gesagt. Meinem Vater war schon richtig schlecht vor Hunger und er hatte Schweißausbrüche. Das kann ja wohl auch nicht gesund sein. Oder hast du dir gedacht, setze ich mich einfach mal über die Anweisung des Arztes hinweg?
Hab ich doch gar nicht. Für deinen Vater so ein kleines Brot gar nichts. Er ist noch so gut wie nüchtern. Nein, das ist er nicht. Vielleicht mal ins Brot. Mein Vater hat niedrigen Blutdruck schon immer. Er hat eine leichte Arrhythmie. Schließen Sie ihn vorsichtshalber an die Überwachung an, damit wir nicht noch mehr unliebsame Überraschungen erleben. Natürlich. Und für Sie? Ich versuche in der Zwischenzeit einen neuen OP-Termin zu bekommen, was durchaus schwierig werden könnte. Könnt ihr mich eigentlich noch mehr blamieren? Ich habe das auch nie mit Absicht gemacht. Es war wirklich nur ein klitzekleines Brot. Das ist wirklich das leckerste Leberwurstbrot, das ich je gegessen habe. Ich habe immer welches dabei. Mein Ludwig ist richtig süchtig danach. Das kann ich sehr gut verstehen. Warum muss man überhaupt nüchtern sein vor so einer Operation? Mit was im Magen ist man doch viel stärker. Das weiß doch jeder. Das liegt an der Narkose. Dabei erschlafft der Muskel zwischen Magen und Speiseröhre. Und wenn sich dann aus irgendeinem Grund der Magen nach oben entleert, kann Magensäure in die Lunge gelangen und dort schweren Schaden anrichten. Man nennt das Aspiration. Warum kann das keiner der Ärzte so erklären? Wissen Sie was? Möchten Sie mal was von mir probieren? Mhm. Ja? Ganz frischen Couscous-Salat. Auch mit viel Petersilie, Tomate. Probieren Sie mal. Und, wie viele Leichen haben Sie schon? Kommen Sie gut voran? Überhaupt nicht. Ich habe gerade sowas wie eine Blockade. Oh nein, was kann man dagegen tun? Es gibt da was, das nenne ich meine Inspirationsdroge. Ohne das Zeug kann ich gar nicht richtig schreiben. Ja, aber sowas kriegen Sie hier sicherlich nicht. Doch nicht, was Sie denken. Hier. Leer. Diese humorlose Ärztin hat es mir sowieso verboten. So viel Transfette. Wenn Dr. van Arnstedt das sagt. Ich hab da so ein irre Dings, wie heißt das? Siepel am Zeh. Kein Reizdarm oder sowas. Ich kann essen, was ich will. Bitte. Könnten Sie nicht. Nicht gegen die Anweisung des behandelnden Arztes. Ich verrate Ihnen auch, worum es in dem neuen Buch geht. Nein, tut mir leid. Oder alles klar? Sag mal, verkauft Safi eigentlich auch diese Nuss-Nougat-Creme, die zum Frühstück, weißt du die? Was Süßes? Gute Idee. Das ist noch besser für die Nerven als Meditation. Ich mache 3 Kreuze, wenn mein Vater endlich operiert ist und wir wieder ganz normale Patienten haben. Scheiße, das ist das Zimmer von deinem Vater. Wo ist der denn hin? Ah, hallo, Talula. Du hast dir die Kabel abgemacht? Ja, ja, die stören ja nur hier auf Toilette. Aber ich mach die gleich wieder dran. Versprochen. Käferchen. Talulalein, Papa, du legst dich jetzt hin. Ich mach dir die Kabel dran und dann bleiben die dran. Was war das für ein Alarm vorhin? Mein Vater hat sich die Kabel abgemacht, um auf die Toilette zu gehen. Ich habe sie ihm schon wieder angeschlossen. Es tut mir echt leid, aber... Kann er ja nicht wissen. Dein Vater? Betty, ich kann da jetzt nicht reingehen, sonst nehme ich ihm den Blinddarm gleich selbst raus. Und zwar ohne Narkose. Ja, ich mach schon. Was ist denn passiert? Er hat sich übergeben und ist auf einmal ganz heiß. Oh, das tut so höllisch weh, genau da. Schwester Betty? Fieber, Erbrechen, Loser, Schmerz am Brennpunkt. Okay, akutes Abdomen, hochgradiger Verdacht auf Blinddarmperforation. Wir müssen sofort operieren. Wir sind in 3 Minuten da. Jo. Oh Gott.
nur Boris, jetzt mit ihm? Wenn er sofort operiert wird, dann stehen die Chancen ziemlich gut. Mama, es tut mir so leid, ich war echt fies zu euch. Bitte sei mir nicht böse, ja? Ich könnte dir doch niemals böse sein. Du bist doch mein Käferchen. Komm, komm, wir setzen uns erst mal. Ist ja nur eine Nacht länger. Morgen können sie schon nach Hause. Und dann? Nach einer Woche wieder einrücken. Noch mehr Untersuchungen. Noch eine Chemo. Vielleicht sind die Neuigkeiten ja gar nicht so schlecht. Ich weiß doch, wie das läuft. Es werden neue Tests angeordnet, dann noch mehr Tests und dann. Ich kann es ja verstehen. Man muss sich absichern, wenn man ein Todesurteil unterschreibt. Herr Widerstedt? Ich kann mit der Wahrheit umgehen. Aber ich bin mein eigener Herr. Was soll das heißen? Ich überlasse dem Krebs nicht das Feld. Wenn einer bestimmt, wann ich gehe, dann ich selbst, ganz allein. So was dürfen Sie nicht mal denken. Ich habe bereits Vorkehrungen getroffen. Diese letzte Würde lasse ich mir nicht nehmen. Diese nicht. Sie müssen sich überhaupt nichts nehmen lassen. Sie sind gesund. Die Werte sind fantastisch. Dr. Behring will einfach noch neue Tests, um ganz, ganz sicher zu gehen. Ist das wahr? Ja. Ist das wirklich wahr? Ja. Sie sind gesund. Wieso bist du denn jetzt? Gerade. Dr. Behring, danke. Vielen, vielen Dank. Danke, wofür jetzt? Der Krebs ist weg und ich weiß, dass ich das nur Ihnen zu verdanken habe. Okay. Herr Widerstedt, ich wollte gerade mit Ihnen darüber sprechen, dass die Tumormarker... Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Das ist, als ob ich neu geboren wäre. Ich glaube Ihnen total, dass Sie sich freuen. Freuen? Ich könnte die ganze Welt umarmen. Bitte. Okay. Herr Widerstedt, hören Sie... Die Werte sind toll, das sind sie wirklich. Aber Sie wissen auch, wie das ist mit einem Rezidiv. Ja, aber ich bekomme eine Chance. Und die werde ich nutzen. Carpe diem, Dr. Behring. Pflücke den Tag. Ich wollte auch nur sagen, dass es keine... Ja, aber ich kann doch auch morgen von einem Auto überfahren werden. Ja, genau, es gibt keine Garantie. Ja, aber es gibt Hoffnung. Und ich werde jetzt all die Dinge tun, die ich immer vor mir hergeschoben habe. Waren Sie schon mal Paragliden? Nee, war ich nicht. Ich auch nicht. Noch nicht! In meinem Büro. Das war eine ganz klare Anweisung, oder? Haben Sie das Leuchten in seinen Augen? Ja, das habe ich. Und ich freue mich auch für ihn. Ehrlich? Sie? Schwester Betty, ich habe dieses Leuchten schon sehr oft gesehen. Und ich habe auch schon sehr oft diese unendliche Enttäuschung gesehen, wenn die Patienten... Aber meine Eltern sind vielleicht ein bisschen anders als andere Patienten. Talula, alle Eltern sind speziell. Kennst du ja meine Mutter Wanda, ne? Eben. So, jetzt bringst du das hier ins Labor. In mein Büro, sofort. Also... Was also? Betty, wir begegnen uns hier auf Station, statistisch gesehen, alle 2 Minuten. Wenn Sie mir jetzt für den Rest unserer Zeit hier aus dem Weg gehen möchten, dann wird das ganz schön anstrengend für Sie. Ich halte mich bloß an Ihre Anweisungen und trenne Privates von Beruflichen. Und das Private besprechen Sie in letzter Zeit lieber mit anderen Leuten. Was? Dr. von Arnstedt?
Das ist eine Kollegin? Ja, klar. Sind Sie eifersüchtig? Nee. Denken Sie etwa immer noch an diesen lächerlichen Kuss, oder was? Nee. Natürlich nicht. Na, das ist doch gut. Ich nehme mich auch nicht. Dann ist ja gut. Ja. Dann können wir uns ja jetzt wieder aufs Berufliche konzentrieren. Ja, gut. Sein. Das hast du auf der letzten Etage auch schon gesagt. Aber da waren nur die Frauen, die Kinder kriegen. Das sieht aber auch alles gleich aus hier. Ja, alles klar, danke. Ah, da ist sie ja. Ah. Hallo, Lola. Ah, nicht doch so laut. Oh, hallo. Oh, mein Käferchen. Papa, wie geht's dir denn? Ach, ist alles in Ordnung, Käferchen, ja. Bitte, ich arbeite hier. Ich weiß. Mein Käferchen arbeitet im richtigen Krankenhaus. Ich kann es immer noch nicht glauben. Hier ist der Anmeldebogen. Mhm. Du musst die ausfüllen. Und dann bringe ich Papa auf sein Zimmer. Ja. Ja. Mhm. Wie geht denn das jetzt? Guck dir mal unser Käferchen an, Petra. Wie eine richtige Krankenschwester. Papa, ich bin eine richtige Krankenschwester. Wisst ihr was? Kommt einfach mit, wir machen das jetzt. Ja, okay. Da lang. Ja. Mhm. Ah, lass mal nehmen. Oh. Ja, nicht so schnell. Ja. Geht's? Gut, ich. Geht doch. Alles in Ordnung? Ja, ja. Geht gleich. Nochmal tief einatmen. Und ein letztes Mal. Ja, da ist alles in Ordnung. Haben Sie sonst irgendwelche Beschwerden? Das Übliche. Verdauung spinnt ein bisschen. Mhm. Aber im Gegensatz zum letzten Mal geht's mir richtig bombig. Ja, gut, dann warten wir jetzt einfach auf die Werte und gucken, was wir dann... Ja? 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 Guten Tag, Sie sind bestimmt der Doktor. Bering. Petra Pfeiffer und das ist mein Mann Ludwig. Ludwig Pfeiffer, guten Tag. Wir sind die Eltern von Talula. Ah, ja. Guten Tag. Guten Tag auf gute Nachbarschaft. Mama, Papa, jetzt lass doch bitte Dr. Bering in Ruhe. Das Bett ist das da am Fenster. Was für eine schöne Aussicht, Ludwig, guck doch mal. Ja, machen Sie das jetzt gleich mit der Untersuchung, Herr Doktor? Also, ich wäre soweit. Nee, es tut mir leid, ich habe einen anderen Patienten. Das macht der Kollege Lewandowski. Lewandowski. Druckschmerz im rechten Abdomen. Da hat Ihr Hausarzt vollkommen recht, Herr Pfeiffer. Das sieht mir ganz nach einer akuten Appendizitis aus. Was? Blinddarmentzündung. Siehst du, Ludwig, ich hab dir gleich gesagt, der Herr Doktor hat immer recht. Wir brauchen noch die Leukozyten, aber ich denke, der Störenfried muss raus. Eine Operation? Eine kleine, reine Routine. Oje, wäre ich doch bloß nicht ins Krankenhaus gekommen. Ein paar heiße Umschläge hätten bestimmt gereicht. Nee, ganz bestimmt nicht. Eine Blinddarmentzündung ist zwar nichts Schlimmes, aber wenn sie verschleppt wird, kann es doch böse enden. Schwester Talula, Sie nehmen bitte Blut ab. Na klar. Können Sie das nicht machen? Ja, ich bin der behandelnde Arzt. Mama, bitte, das ist mein Job. Ja, aber sowas Schwieriges. Ich meine, der Herr Doktor kennt sich doch damit bestimmt besser aus. Das kann schon sein. Aber der Herr Doktor kümmert sich jetzt erstmal um einen OP-Tipp. Ja. Also dann. Vielen Dank, Mama, dass du mich vor unseren Ärzten blamierst. So, hier ist Ihr Untersuchungsplan, Herr Bielstedt. Die Ergebnisse aus dem Labor haben wir morgen und dann können Sie auch schon wieder auschecken aus unserem Superschuppen. Hallo, ich bin Betty Diewald. Hallo, ich bin die Stationsschwester. Ich wohne mit Ihrer Tochter zusammen. Ach ja, richtig, Betty. Oh, es tut mir wirklich leid, dass Ihr Freund Sie betrogen und mit einem anderen Kind gemacht hat. Dann machen Sie das mit dem Blutabnehmen, ja? Nee, das macht Talula. Die macht es zigmal am Tag. Und glauben Sie mir, die macht das besser als manche unserer Ärzte. Okay, bis später.
Blutert nicht. Das macht sie schon, seitdem ich ganz klein war. Man muss sie nicht blamieren. Ja, aber sie hat sich bestimmt noch nie auf eine Party im Schwesternwohnheim geschlichen. Hat dort erstmal schön den Assistenzarzt zum Jointrauchen verführt. Ist dann nackt auf dem Dach rumgesprungen und hat ich und Melanie als Mutter gerufen. Echt jetzt? Ja, das war wirklich lustig. Er hat mich hochgeladen. Entschuldigung. Ich wollte bloß fragen, ob man nicht noch ein Bett in das Zimmer stellen kann. Das in dem Ludwig liegt, ist ja ein bisschen klein für zwei. Frau Pfeffer, Sie können nicht bei Ihrem Mann im Zimmer schlafen. Hilfst du Lissi mit dem Mittagessen? Der Wagen hätte schon vor einer Viertelstunde unten sein sollen. Nein, nein, alles gut. Ich schaff das schon. Dann gibst du Frau Starnke ihre Thrombosespritze, ja? Schon unterwegs. Schwester Betty, die Urologie hat falsch disponiert. Ich brauche ein Bett. Ja, und ich brauche eine Segeljacht. Vielleicht können wir ja tauschen. Hätte ja sein können. Dann muss ich ihn doch ins Bettenlager. Sagen Sie... Herr Biederstedt kommt heute? Aber nur zur Kontrolle. Mensch, hoffentlich geht alles gut. Nein, Herr Rietz, wir haben heute leider nur grüne Götterspeise. Vollkommen egal, welche Farbe Götterspeise hat. Grüne Götterspeise finde ich super, gerade die grüne. Ja? Ja. Sind Sie heute bei der Visite dabei? Nein, nein, ich suche einen Patienten, Manfred Monheimer. Der liegt da. Was für ein Zufall. Ist alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Sag mal, Betty. Betty? Ich wollte was aus meinem Spind holen. So, wenn ich deinen Spind. Nee, das ist mein Spind da. Hm. Sag mal, versteckst du dich? Was? Wieso denn? Vor wem? Lass mich mal überlegen. Dr. Behring vielleicht? Ich verliere so langsam ein bisschen den Überblick, ob ihr euch hinterher rennt oder doch aus dem Weg geht. Behring ist mir völlig schnuppe. Hm. Wie du meinst. Ist eigentlich irgendwas mit Monheimer? Professor Wehmann hat nach ihm gefragt. Nicht, dass ich wüsste. Ja, dann hopp, hopp zurück an die Arbeit, Frau Dewald. Frau Stanek ist versorgt. Was soll ich denn als nächstes machen? Dann kannst du die Blutabnahme bei Herrn Golwitz übernehmen. Aber sei vorsichtig, der hat sich bei Spritzen. Du, der wird überhaupt nichts merken, versprochen. Herr Biederstedt, hallo. Hallo, Schwester Betty. Na, hab Sie schon erwartet. Wie geht's denn? Ach, solange ich nicht wieder irgendwelche Organe hier lassen muss. 30 cm Darm gegen die ganzen Metastasen, das war doch ein guter Tausch. Stimmt, und die Nebenwirkungen, die gab's sogar gratis mit dazu. Heute machen wir ja nur Kontrolle. Und ich wette, die Werte sind spitze. Oh, bitte nicht spitze. Als Sie das letzte Mal gesagt haben, die Werte sind spitze, hatte ich am nächsten Tag Wasser in der Lunge. Gehen wir erstmal nach hinten. Können Sie in unser 5-Sterne-Suite einchecken? Und dann komme ich zum Blutabnehmen. Was heißt das? Ich dachte, wir gehen erstmal in mein Zimmer. Wir gehen erstmal Blut abnehmen.
Ist der Bettenbedarf auf der Urologie noch aktuell? Dann könnte ich vielleicht... Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ja, das mit der Urologie hat sich geklärt, danke. Irgendwas ist anders. Sagen Sie nichts, ich hab's gleich. Sie lächeln, Frau Pool. Mein Mann hat mich gerade angerufen. Okay. Er ist auf Geschäftsreise und kommt morgen zurück und er hat gefragt, ob wir nicht zusammen essen gehen wollen. Das ist ja schön. Wir haben das in den letzten Jahren, also er ist ja immer viel unterwegs und wir haben das schon sehr lange nicht mehr gemacht. Ja. Ist doch toll. Freut mich für Sie und Ihren Mann. Danke. Und danke wegen der Urologie. Super. Zweimal danke und ein super, das klappt mir kein Mensch. Ist das das Blut von Herrn Gollwitz? Ja. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Bei mir hat er sich überhaupt nicht angestellt. Ja, deswegen schickt Betty dich ja auch immer zu ihm. Und irgendwann bekommst du noch die goldene Spritze verliehen mit Eichenlaub und goldenen Skalpellen. Mama? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Was? Ist es schlimm? Ja, natürlich. Wann denn? Okay, bis gleich. Schlechte Nachrichten? Mein Vater muss ins Krankenhaus, Verdacht auf Blinddarmentzündung. Er kommt hierher, zu uns, in die Karlsklinik. Mach dir mal keine Sorgen. Blinddarm ist reine Routine, das weißt du doch. Ja, schon. Und dass dein Vater hier in den besten Händen ist, das weißt du auch. Ja. Okay, die Ärzte sind so lala, aber die Schwestern sind natürlich absolute Spitze. Mein Vater war noch nie so richtig krank. Also, so ernsthaft. Das hat meine Mutter immer mit Hausmittelchen hinbekommen. Ja, ist ja auch nicht das Schlechteste. Ja, schon. Hafnis ist ein reines Männerzimmer. Ach so, aber was mache ich denn da? Du fährst ganz einfach nach Hause zurück in die Eifel und kommst morgen wieder. Ich kümmere mich doch um Papa, hm? Ja, aber Käferchen, du weißt doch, ich fahre nicht so gern im Dunkeln. Und diese vielen Kurven. Deine Mami kann auch bei uns übernachten. Was? Stimmt, das ist doch eine gute Idee. Wenn Ihnen das nichts ausmacht. Überhaupt nicht. Es wird bestimmt ein Spaß. Ja, richtig. Dann kann ich mal die Wohnung angucken. Salula kann heute Nacht bei mir im Bett schlafen. Yeah, eine Nacht ohne Rückenschmerzen. Wenigstens etwas. Hast du denn dein Bett nicht mehr? Doch, aber es ist eben kalt. Wieso? Was hast du bekommen, als du 8 warst? Etwas wie neu. Dabei hat Halula darin schon so einiges veranstaltet. Ach, das müssen wir uns aber erzählen. Aber soll ich dir nicht erstmal die Wohnung zeigen? Hm? Ich hätte meine Tipps. Bei uns im Dorf, da gibt es ja immer so einen Kinderkarneval. Und Kalula wollte unbedingt Funkenmariechen werden. Ach, wie süß. In jeder freien Minute hat sie im Kostüm auf dem Bett getanzt. Ach, Mama. Einmal, da kam der Rudi dabei in ihr Zimmer zum Hausaufgaben machen. Das ist der Sohn vom Bauer nebenan. Und Kalula war total verknallt in ihn. Das stimmt doch überhaupt nicht. Kalula hat sie so erschrocken, dass sie vom Bett gefallen ist, direkt auf den Rudi drauf. Mama, es reicht. Die zwei haben gedacht, ich merke das nicht. Aber sie haben sich sogar geküsst. Nein. Doch, hier auf der Bettkante. Dummerweise haben sich dabei ihre Zahnspangen verhakt. Ja, ja. Der Ludwig musste sein Werkzeug holen und die zwei wieder auseinanderschneiden. Ach, wie es wohl meinem Ludwig jetzt geht. So ganz allein in dem Krankenhaus. Sie haben Ihren Blinddarm bestimmt noch, hm? Nee, der ist weg. Aha. Und? War die Operation schlimm? Die Operation nicht. Nee. Aber die Reha. Reha? 4 Wochen. Dann noch mal 4 Wochen wegen der Nebenwirkungen. Nebenwirkungen?
Die haben mir gleich noch ein Stück Darm entfernt. Ungefähr so lang. Oh Gott. Aber so eine Blinddarm-OP ist eigentlich nichts Schlimmes. Keine Angst. Und wie geht's uns denn heute? Oh, ich hab die ganze Nacht kein Auge zugetan. Du Ärmster. Ja, ja. So. Kein Wunder. Hä? Was machst du denn da? Ach, Käferchen. Dein Vater konnte heute Nacht überhaupt nicht schlafen und schuld daran ist natürlich diese Bettwäsche. Die ist er einfach nicht gewohnt. Außerdem kratzt sie und ist überhaupt nicht kuschelig. Gut, dass ich immer auf alles vorbereitet bin und unsere eigene mitgebracht habe. Ja, außerdem riecht die auch viel besser. Mama, das geht nicht. Du kannst hier nicht deine eigene Wäsche benutzen. Warum denn nicht? Schon wegen der Hygienevorschriften? Willst du mir etwa sagen, dass meine Bettwäsche nicht sauber ist? Nein, natürlich nicht. Aber in einem Krankenhaus, da gelten nun mal bestimmte Regeln. Ich krieg noch den größten Ärger wegen euch. Wenn dir irgendjemand Ärger macht, dann schickst du ihn einfach zu mir. Mama kümmert sich schon darum, mein Käferchen. Nenn mich nicht immer Käferchen. Morgen nützt mir gar nichts. Das muss unbedingt noch heute sein. Irgendwann dazwischen schieben vielleicht. Ich brauche ja keine ausgefallene Frisur. Und da kann man jetzt gar nichts machen. Ja, danke. Na, Frau Pohl, schon aufgeregt wegen heute Abend? Ich bin stinksauer. Wieso? Kriegen Sie keinen Friseurtermin mehr? Völlig unkooperativ da unten. Der Friseur hier unten im Haus? Ja. Soll ich mal probieren? Hm, warten Sie mal ab. Die Schulden mir noch gefallen. Die mir dann übrigens auch, ne? Na, jetzt besetzt. Ich probier's ja nochmal. Danke. Morgen. Morgen. Na, die Laborwerte von Widerstedt? Ja, habe ich gerade reinbekommen. Danke. Morgen. 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 Die Werte deines Krebspatienten? Mhm. Okay. Nee, unbedingt weiter. Damit sind wir aber quitt. Natürlich. Und Frau Pohl, die Verwaltung muss Ihnen danken. Spart uns einmal Wechsel. Eine ganz klare Anweisung gegeben. Worum geht's denn? Folgen Sie mir. So, den Operationstermin können wir ja wohl vergessen. Gut gemacht, Schwester Talula. Was soll denn das? Nüchtern, hat Herr Lewandowski gesagt. Meinem Vater war schon richtig schlecht vor Hunger und er hatte Schweißausbrüche. Das kann ja wohl auch nicht gesund sein. Und da hast du dir gedacht, setze ich mich einfach mal über die Anweisung des Arztes hinweg. Hab ich doch gar nicht. Für deinen Vater so ein kleines Brot gar nichts. Er ist noch so gut wie nüchtern. Nein, das ist er nicht. Sag ich mal jetzt kurz. Mein Vater hat niedrigen Blutdruck schon immer. Er hat eine leichte Arrhythmie. Schließen Sie ihn vorsichtshalber an die Überwachung an, damit wir nicht noch mehr unliebsame Überraschungen erleben. Natürlich. Und für Sie? Ich versuche in der Zwischenzeit einen neuen OP-Termin zu bekommen. Was? Durchaus schwierig werden könnte. Könnt ihr mich eigentlich noch mehr blamieren?
habe das auch nie mit Absicht gemacht. Es war wirklich nur ein klitzekleines Brot. Das ist wirklich das leckerste Leberwurstbrot, das ich je gegessen habe. Ich habe immer welches dabei. Mein Ludwig ist richtig süchtig danach. Das kann ich sehr gut verstehen. Warum muss man überhaupt nüchtern sein für so eine Operation? Mit was im Magen ist man doch viel stärker. Das weiß doch jeder. Das liegt an der Narkose. Dabei erschlafft der Muskel zwischen Magen und Speiseröhre. Und wenn sich dann aus irgendeinem Grund der Magen nach oben entleert, kann Magensäure in die Lunge gelangen und dort schweren Schaden anrichten. Man nennt das Aspiration. Warum kann das keiner der Ärzte so erklären? Wissen Sie was? Möchten Sie mal was von mir probieren? Mhm. Ja? Ganz frischen Couscous-Salat. Auch mit viel Petersilie, Tomate. Probieren Sie mal. Und, wie viele Leichen haben Sie schon? Kommen Sie gut voran? Überhaupt nicht. Ich habe gerade sowas wie eine Blockade. Oh nein, was kann man dagegen tun? Es gibt da was, das nenne ich meine Inspirationsdroge. Ohne das Zeug kann ich gar nicht richtig schreiben. Ja, aber sowas kriegen Sie hier sicherlich nicht. Doch nicht, was Sie denken. Hier. Leer. Diese humorlose Ärztin hat es mir sowieso verboten. So viel Transfette. Wenn Dr. van Arnstedt das sagt. Ich habe da so ein Irri-Dings, wie heißt das, Siepel am Zeh. Kein Reizdarm oder sowas. Ich kann essen, was ich will. Bitte. Könnten Sie nicht. Nicht gegen die Anweisung des behandelnden Arztes. Ich verrate Ihnen auch, worum es in dem neuen Buch geht. Nein, tut mir leid. Oder alles klar? Sag mal, verkauft Safi eigentlich auch diese Nuss-Nougat-Creme, die zum Frühstück, weißt du die? Was Süßes? Gute Idee. Das ist noch besser für die Nerven als Meditation. Ich mache 3 Kreuze, wenn mein Vater endlich operiert ist und wir wieder ganz normale Patienten haben. Oh. Scheiße, das ist das Zimmer von deinem Vater. Wo ist der denn hin? Ah, hallo, Talula. Du hast dir die Kabel abgemacht? Ja, die stören ja nur hier auf Toilette. Aber ich mach die gleich wieder dran. Versprochen. Käferchen. Talulalein, Papa, wo legst du dich jetzt hin? Ich mach dir die Kabel dran und dann bleiben die dran. Was war das für ein Alarmzeichen? Mein Vater hat sich die Kabel abgemacht, um auf die Toilette zu gehen. Ich habe sie ihm schon wieder angeschlossen. Es tut mir echt leid, aber... Kann er ja nicht wissen. Dein Vater? Betty, ich kann da jetzt nicht reingehen, sonst nehme ich ihm den Blinddarm gleich selbst raus. Und zwar ohne Narkose. Ja, ich mach schon. Was ist denn passiert? Oh, er hat sich übergeben und ist auf einmal ganz heiß. Oh, das tut so höllisch weh, genau da. Schwester Betty? Fieber, Erbrechen, loser Schmerz im Brennpunkt. Okay, akutes Abdomen, hochgradiger Verdacht auf Blinddarmperforation. Wir müssen sofort operieren. Wir sehen in 3 Minuten da. Jo. Oh Gott. Was wird jetzt mit ihm? Wenn er sofort operiert wird, dann stehen die Chancen ziemlich gut. Mama, es tut mir so leid. Ich war echt fies zu euch. Bitte sei mir nicht böse, ja? Ich könnte dir doch niemals böse sein. Du bist doch mein Käferchen. Komm, wir setzen uns erst mal. Hey, du musst überhaupt nichts Aufwendiges sein. Nur waschen und legen. Genau. Vielleicht eine schöne Hochsteckfrisur. 4:15. Ja, das ist doch spitze. Ja, richtig aus. Danke. Dann sind wir quitt, ne? Alles klar, Carsten. Danke dir.
Jo. Tschüss. Ha, du auch. Tschüss. So, ich brauche noch mal Blut von Widerstedt. Wieso, ist das nicht in Ordnung? Nee, ist reine Routine. Dieselben Werte noch mal, und zwar alle. Ja, Routine ist das ja nicht, also... Können Sie einmal machen, was ich Ihnen auftrage? Mal sehen. Danke. Ach, Herr Biederstedt, da sind Sie ja. Ich habe Sie schon überall besucht. Wir müssen noch mal... Blut abnehmen. Genau. Dr. Behring will noch ein paar Tests machen. Ich dachte, das hat er gestern gemacht. Haben sich die Werte wieder verschlechtert. Ich habe den Laborbericht noch gar nicht gesehen. Kannst du mir ruhig sagen. Nein, wie gesagt, Dr. Behring will einfach noch ein paar andere Werte kontrollieren. Das ist alles. Von einer Verschlechterung kann keine Rede sein, Herr Biederstedt. Na, sehen Sie. Warum dann die zusätzlichen Tests? Das ist eine Routinekontrolle, wo wir es jetzt schon mal hier haben. Dann machen wir das volle Programm, oder? Ich bin lang genug Patient, um zu wissen, wenn mir ein Arzt nicht die Wahrheit sagt. Seien Sie mal nicht so negativ. Ich will doch nur wissen, was los ist. Ja, das verstehe ich. Lassen Sie es gut sein. Sie machen ja auch nur Ihren Job. So ist es. So. Arm hoch. Genau. Entschuldigung. Kein Problem. So, Faust. Sag mal, Käferchen. Wieso gibt's denn hier das Frühstück eigentlich so spät? Es ist 7 Uhr, Mama. Na, sag ich doch. Du weißt doch, der Papa ist seine regelmäßigen Mahlzeiten gewohnt. Und Frühstück ist bei uns immer um 5, bevor es hell geht. Für normale Menschen ist 7 Uhr schon früh genug. Ja, aber dem Papa wird schlecht, wenn er nichts zu essen bekommt. Stopp. Und er wird auch weiterhin nichts zu essen bekommen. Die Leukozyten sind bei 12.000. Ich habe für Ihren Mann heute einen OP-Termin. Also dann, bis später. Das ist super, so nett. Das ist letztlich absolut glänzend. Guten Morgen, Herr Monheimer. Würden Sie? Danke. Professor Wehmann, machen Sie jetzt doch Visite? Nein, nein, Manfred und ich, wir kennen uns ewig. Ja, schon immer, ja. Sie lesen Sir Sherbet? Ja, ich finde, das ist die beste Krimi-Autorin. Sie sind ein Fan? Ja, absolut. Ich liebe Ihre Bücher. Ja, ich auch. Ja? Todesfjord war doch großartig. Das ist meiner Meinung nach das Beste. Ja. Das davor war auch. Hat sich der Zustand von Thomas Biederstedt verschlimmert? Das ist ja unglaublich. Ja. CCSA, CAC, A19S9. Alle Marker im Normalbereich. Das ist ja ein kleines Wunder. Ja, genau. Deswegen glaube ich es auch erst, wenn ich hier alles doppelt und dreifach gegengecheckt habe. Der Krebs ist verschwunden, das müssen Sie ihm sofort sagen. Nee, das mache ich jetzt noch nicht. Wieso? Betty, wenn ich jetzt zu ihm gehe und sage, ihr Krebs ist verschwunden, Sie sind geheilt, dann habe ich hier irgendwas übersehen, muss ich wieder hingehen und sagen, Krebs ist noch da, Entschuldigung, das mache ich nicht. So wie der gerade drauf ist, würde ihm das wahnsinnig viel Hoffnung machen. Aber was nützt ihm denn die Hoffnung, wenn die falsch ist? Hoffnung ist manchmal die stärkste Medizin. Nee, das ist keine Medizin, das ist Esoterik. Und Sie sagen ihm auch nichts, bis ich hier Gewissheit habe. Was wollen wir sehen? Nein, das ist nicht Ihre Entscheidung. Jeder bekommt von mir ein Krimi von Steve Sherbet zum Geburtstag geschenkt. Wie heißt Ihr erster Krimi nochmal? Na, ist auch egal. Von der ersten bis zur letzten Seite ist sowas von spannend. Ja. Kann sie ja ruhig sagen. Diese berühmte schwedische Autorin, Steve Sherbet. Ich kann den Namen leider nicht so charmant aussprechen wie Sie. Da ist sie. Ja, Doktor, Sie hören richtig. Ich schreibe die Krimis, die Sie so mögen. Ehrenwort. Naja, Sjevret ist ja... Attraktiver. Nein, Sjevret ist eine Frau. Ja, alles nur PR. Die Marktforschung sagt, dass weibliche skandinavische Krimi-Autoren sich zurzeit einfach besser verkaufen. Also musste ich mal eben zur nordischen Schönheit werden. Er schreibt so gut, dann muss ich hinter diesem Pseudonym verstecken. Also bitte, Sie dürfen wirklich nichts verraten.
Wissen Sie denn schon, worum es in Ihrem nächsten Band geht? Ist gerade in Arbeit. Sie schreiben das Buch hier? Naja, wo sonst? Ruhe, Fachberatung. Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück, sonst bringt die Kollegin mir die Patienten weg. Ich bin ja mal gespannt, worum es im neuen Krimi geht. Von mir erfahren Sie nichts. Ach, Herr Professor. Schon mal was vom Arztgeheimnis gehört, Schwester? Sie? Ich krieg das schon raus. Dann viel Glück. Ja, danke. Ja? Haben Sie Schwester Betty gesehen? Da kommt sie gerade. Schwester Betty, mir ist zu Ohren gekommen, dass jetzt neuerdings die Patienten auf ihrer Station die eigene Bettwäsche mitbringen. Meine Station ist das immer nur, wenn Ihnen was nicht passt. Wenn alles ganz toll läuft, ist es Ihre Station. Das ist komisch, oder? Sie wissen genauso gut wie ich, dass das nicht geht. Die Vorschriften besagen ganz klar... Der Kleiber hat große Angst vor der OP. Das haben andere Patienten auch. Ja, aber wenn ihm die eigene Bettwäsche dabei hilft zu schlafen, dann ist es sowas wie ein medizinisches Hilfsmittel. Wie sieht denn das aus, wenn jetzt alle Patienten die eigene Wäsche mitbringen? Unter? Unter? Es geht ja hier nicht um unter. Okay. Was ist mit dem Gefallen für den Friseurtermin?